So, Quadrantennebogenschießen, weil letztens die Frage gekommen ist, wie man sich am besten ein Ziel baut, falls man jetzt keine Zielscheibe daheim hat. Die einfachste Variante ist immer ein Schießsack. Schießsack heißt nichts anderes, als wie ich nehme irgendeinen Sack im Worst Case, halt einfach so einen Müllsack und stopf irgendwas rein. In dem Fall sind da alte Leimtücher drinnen. So Gewandsachen, Stoffsachen fangen prinzipiell die Pfeile sehr gut. Die zweite Alternative ist Plastik, und zwar weiches Plastik, was ich fest zusammenknüllen kann. Schauen wir uns einmal an, wie gut der fängt. Ja, ihr seht das Ding, fängt die Pfeile recht gut. Sie gingen auch relativ leicht zum Ziehen. Der Nachteil bei so einem Schießsack ist natürlich, dass die Außenhaut dann sehr schnell zerschossen ist und dass ich das in so einem dünnen Sack jetzt dann nicht sonderlich fest stopfen kann. Das heißt, idealerweise, wenn ihr daheim habt, irgendwie so Jutesäcke oder diese Einkaufstaschen, diese Mehrwegtaschen, was so ein Gewebekunststoff sind, wenn ihr die fest ausstopft, hält euch die Außenhaut einfach länger. Das Ding ist natürlich auch, je fester ihr das einstopft, desto besser ist es. Ja, aber Schießsack, denke mal, lässt sich relativ einfach und schnell aus allen möglichen Sachen bauen. Die zweite Variante kann ich jetzt nicht zur Gänze zeigen, weil bei uns erst Altpapierabfuhr war. Zweite Variante sind einfach Kartonplatten, idealerweise natürlich größer als die. Ja, das heißt, was ich heute halt die Größe von der Zielscheibe haben will, und die Kartonplatten eben nicht so, sondern übereinander gelegt so. Ja, und halt in dieser Höhe, dass ich halt auf der Höhe zum Schießen komme, in der Breite entsprechend. Und in der Tiefe kommt darauf an, wie viel Punkte schießt. Ja, aber ich sage einmal, wenn die so sind, 20, 30, 40, je nachdem, wird das Ganze auch schon schön durchschussfest. Und die Kartonplatten eben übereinander legen und dann möglichst fest zusammenpressen. Da ist eine Variante zum Beispiel, wenn ihr Schraubzwingen daheim habt und Bretter daheim habt, oben und unten ein Brett mit der Schraubzwinge rechts und links zusammenzwingen. Und das ist wirklich eine gute, stabile Zielscheibe. Wenn ihr keine Schraubzwingen habt, aber dafür Gewindestangen, was eher unwahrscheinlich ist, kennt ihr natürlich auch die Bretter mit Gewindestangen rechts und links zusammenschrauben. Das Ganze bleibt dann stabil. Ja, im Notfall, das ist jetzt nicht ganz so gut, weil sie einfach diesen Druck nicht zusammenbringt, aber es geht. Im Notfall einfach mit viel Paketband, Klebeband umwickeln. Dann kriegt sie ebenfalls eine stabile Zielscheibe. Beziehungsweise ihr kennt ja, wenn ihr einen Karton in der entsprechenden Größe habt, den Karton auffüllen mit diesen Dingen, das einfach schön einlegen, ebenso wie es da gezeigt ist. Und dann habt ihr quasi vorne die Wand vom Karton und die Pfeile werden eben von diesen Kartons schön gefangen. Also diese Kartonzielscheiben, wenn ihr das wirklich gut zusammenpresst, sind sehr haltbar. Halten wirklich gut und ja, eben der Pfeil fährt dann immer da dazwischen irgendwie eine. Ja, geht ganz gut. Probiert es einfach aus. Gut, sonst zum Zielscheibenbauen. Ja, natürlich kann man schauen, Dämmplatten, Styroporplatten, was man jetzt daheim hat. Erfahrungsgemäß Styroporplatten schlecht, die lösen sich relativ schnell auf, die werden so körnig. Dämmplatten halten ein bisschen besser, die sollte man halt dann auch eher nach diesem Prinzip stapeln und drauf schießen. Ja, aber so meine Favoriten sind eben der Schießsack, was mit entweder alten Stoff oder alten Plastik oder so ausgefüllt ist, oder eben der Karton. Schauen, wie viel Altpapier das jetzt zusammenbringt. Wenn das Ganze noch länger dauert, dann kann ich euch so eine Zielscheibe vielleicht einmal zeigen. Gut, in diesem Sinne, viel Spaß beim Bogenschießen. All ins Gold, all ins Blatt. Kommt's gut, über die Zeit.